Na, du gehst schlafen. Und hier ist eine schöne Goldader. Ja, der pennt auf dem Boden. Ihr sollt die wirklich nicht zu lange da unten schuften lassen. Genau, Holzbrücke, das hier zu ist erst einmal. So, jetzt ist der Raum wenigstens größtenteils wieder isoliert. Und das ganze Zeug hier können wir dann zumachen, sobald die Blöcke billiger geworden sind. Also ich die richtige Forschung dafür freigeschalten habe. Ich würde eigentlich als nächstes gerne mal in den Raum hier reinbuddeln. Einfach um zu sehen, was sich da drin verbirgt. Hier habe ich ja gesagt, mache ich dann nur hier das vordere zu und lasse das da hinten dann offen. Aber ich glaube, so die tieferen Löcher... Na okay, das hier kann ich auch nur die oberen beiden zumachen. Und hier mache ich auch nur das Loch zu und die beiden und lasse halt die Hohlräume offen. Hallo Gnome. Ja, tut mir leid, wenn ich euch jetzt hier vertreibe, aber ja, ihr habt das Eisen. So, baue mir bitte einen gescheiten Forschungstisch. Ihr habt Eisen und ich baue schon mal ein paar weitere Truhen mit dem Eisen. Wenigstens zwei Stück, so. Weil da ist noch mehr als genug Eisen im Boden. Das ist echt ein schöner Raum mal. So, das Turmalin hätte ich noch gerne. Ja, du gehörst eigentlich da drüben hin. So. Den Raum kann ich dann auch schon mal mit Steinboden verzieren. Und mit Steinwänden. So. Wenn ich genug Holz habe, dann ersetze ich auch den Tisch. Haben wir eigentlich irgendeinen bequemen Stuhl? Ich habe eine noch bessere Idee. Ich stelle denen einfach ein Bett hier rein. Oh, er geht jetzt am guten Forschungstisch forschen. Sehr schön. Also ich kann den Altbackenen hier verkaufen. So, hebt das noch aus. Und dann bitte das ganze Eisen hier ausheben. Ihr kriegt auch diesmal eine Leiter hier raus. So.
Weil das könnte etwas länger dauern. Da ist noch Gold und Silber, was ich auch gerne hätte. Da ist auch noch ein Raum, in dem wir reinbuddeln können. Ist hier. Hier oben sind Räume noch. Und da habe ich auch noch Räume entdeckt. Genau, bringt mir mehr Holz. Und da muss ich dringend gucken, dass ich die Forschung in Gang setze. Einen Esstisch können wir hier oben auch gleich reinbauen. Hier einen Festtagsbreitisch. Obwohl, ich setze mal die 50 Turmalin. Jo. Zweiter Forschungstisch, dann kann ich auch gleich schon mal die beiden Jungs zu Gelehrten befördern. Jo. Ich will nachher hier, das werden wir sehen, ob ich dann hier drei oder vier Gelehrte habe. Oh, ihr habt das ganze Eisen hier schon rausgeholt. Ah, einen Ausgang kriegt ihr auch. So. Und da ist wieder eine Silberader, eine kleine. Na komm, dann graben wir uns gleich schon mal in den Raum rein. Mal sehen, was da Böses lauert. Eine kleine Gnomin, hä? Ja. Nee, der lassen wir eher zu Hause. Das bisschen Silber da rentiert sich nicht. Das Silber da rentiert sich dafür eher. Supi. Da ist noch mehr Silber. Grab das auch gleich mal aus. Als nächstes kommt die Arbeitergeschwindigkeit. Dann wird hier alles eher abgehen. Wieder wie Schmidts Katze. So, schnappen wir uns meine beiden Bergarbeiter mal. Einen setze ich hier rein, einen hier rein. Dass wir hier auch an das Gold rankommen. So. So, dann haben wir das Gold hier auch und haben damit wieder einen kleinen Vorrat an Gold. Wobei der auch nicht lange halten wird. Oh, da hat jemand Hunger. Hm.
könnte sogar hier mal so frei sein. Nicht Türen, sondern wo sind sie denn? Welche haben denn ein bisschen Beliebtheit? Die teuren hier hinten. Schöne Steinmauern. Hier hinzusetzen. So. Kann ich jetzt noch meinen Gelehrtentisch hier platzieren? Das hätte ich vielleicht vorher ausprobieren sollen. Nicht da oben hin. Nein, kann ich nicht. Aber wenigstens kriege ich fast alles wieder zurück an Kosten. Gut. Hm. Als nächstes würde ich dann in den Raum reingraben. Aber am besten von weiter oben, also von hier aus. Da wäre das hier sozusagen mein Eingang in den Raum. Da müsste ich halt irgendwo mir mal aussuchen, wo ich einen Eingang dann weiter nach unten mache. Weil ich will auch in die Räume rein. Ich werde dann wahrscheinlich hier in der Ecke meinen Zugang machen. Dann wird das hier halt mein Zugangsbereich. Muss ich das ganze Gedönse hier nicht wieder zukleistern, sondern nur das auf der anderen Seite hier drüben. Ja, hätte auch so seinen Charme. So, Arbeitergeschwindigkeit jetzt mal als nächstes. Und wir haben drei Forscher, die forschen. Da jetzt unser Essen wächst. Hole ich mir noch einen Jungzwerg, der dann Fernkämpfer wird. Ja. So, dann planen wir, da die Aufnahmesession bald vorbei ist, schon mal für die nächste Folge, wie es dann weitergeht. Wir graben in den Raum rein. Wir können in die Räume von weiter unten aus reingraben. Und dann müssen wir gucken, dass wir langsam nach unten kommen. Wobei wir auch noch in den Raum da rein müssten. Hm. Ja. Das wird dann aber alles in der nächsten Aufnahmesession gemacht. Ich bin schon mal froh, dass wir jetzt soweit unseren Hauptraum hier gesichert und ausgegraben haben. Auch wenn wir hier wieder viel zu tun haben. Erstmal müssen wir gucken... Erstmal will ich hier unten auf jeden Fall auf die... Naja, bringt mir das schon was? Ich habe nämlich die Rohstoffe noch nicht dafür. Aber Offensivstrategien bräuchte ich. Also ja, gehe ich erstmal hier lang. Oder mache erstmal den Schlafsack. Gehe dann unten lang bis zu den Offensivstrategien. Und dann gehe ich zur Kosteneffizienz rüber, ja. Das ist eine sehr gute Idee. So, jetzt speichere ich aber erst einmal und gehe zurück ins Hauptmenü, dass wir die Punkte für unsere eine erfüllte Quest kriegen. Zu Unrecht erfüllte Quest. Hä? Ach so, ich bin ins Hauptmenü gegangen. Ich wollte eigentlich auf die Karte zurück. Habe ich Punkte gekriegt? Ja, 75. Ups, hala. Na gut. Dann gibt es jetzt einen Cut. Also. Weg mit der Karte. Bis gleich.